Was ist eine Programmiersprache? Es ist die Möglichkeit von uns Menschen mit Computern und Maschinen zu kommunizieren. Wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, machen wir das in unterschiedlichen Sprachen, wie Deutsch, Englisch und so weiter. Wenn man mit dem Computer kommunizieren möchte, dann braucht man eine Programmiersprache. Diese haben Parallelen mit menschlichen Sprachen. Bei den menschlichen Sprachen definieren Rechtschreibung und Grammatik, wie etwas geschrieben wird. Die Semantik behandelt die Bedeutung des Geschriebenen. Diese Inhalte können auch in einer anderen Sprache geschrieben werden, die andere Rechtschreibung oder Grammatik hat. Bei den Programmiersprachen funktioniert das ähnlich. Die Syntax definiert alle zulässigen Befehle und Satzzeichen, die im Quellcode verwendet werden dürfen. Die Semantik entspricht der Funktionalität des Codes. Diese Funktionen können auch in anderen Programmiersprachen erstellt werden. Juristisch gesehen gibt es ebenfalls Parallelen. Ein Quellcode eines Computerprogramms ist geistiges Eigentum und ist grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, so wie auch Texte in menschlicher Sprache. Erst eine Open-Source-Lizenz erlaubt Veränderungen am Programmcode. Wie bei den menschlichen Sprachen gibt es auch ganz viele Programmiersprachen mit unterschiedlicher Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Einige der bekanntesten Programmiersprachen heißen JavaScript, Python, Java oder Ruby. Insgesamt schätzt man, dass es über 1000 Programmiersprachen gibt. Viele sind miteinander verwandt und über ähnliche Konzepte, andere sind ganz anders. So gibt es unterschiedliche Familien von Computersprachen, wie es unterschiedliche Arten von menschlichen Sprachen gibt. Nun, ganz technisch gesehen ist eine Programmiersprache eine formale Sprache, die anleitet, wie Algorithmen und Datenstrukturen miteinander zusammenspielen. Datenstrukturen sind nichts anderes als eine Sammlung unterschiedlicher Daten. Algorithmen sind nichts anderes als eine Sammlung von bestimmten Anweisungen oder Regeln, vordefinierte Schritte, die sagen, was bei einer bestimmten Eingabe gemacht wird, um eine bestimmte Ausgabe zu erhalten. Also wenn die Eingabe zum Beispiel zwei Zahlen sind, 3 und 7, dann könnte der Algorithmus sein, multipliziere die zwei Zahlen, die du als Eingabe kriegst. Und das Resultat ist dann 21. Algorithmen sind faktisch die Grundbausteine aller Computerprogramme, denn Computerprogramme sind eine große Ansammlung von ganz vielen Anleitungen, welche die Logik des Programms darstellen. Ein Algorithmus wird mit einer Programmiersprache geschrieben. Der Text wird Quellcode oder Quelltext genannt. Das ist für Menschen verständlich lesbarer Text, durch den man nachvollziehen kann, was dieser Algorithmus genau macht. Man kann die gleiche Funktion mit verschiedenen Algorithmen umsetzen. Das können einerseits sehr gute, sehr effiziente Algorithmen sein, aber auch sehr schlechte, langsame Algorithmen. Von dem her gibt es einen großen Handlungsspielraum, wie Algorithmen entwickelt werden können. Das ist dann der Genialität der Programmiererin oder des Programmierers überlassen. Schauen wir uns mal zwei wichtige Bausteine von Programmiersprachen an: Variablen und Bedingungen. Beginnen wir mit Variablen. Nehmen wir an, dass Sie Datenstrukturen speichern möchten. Beispielsweise möchten Sie die Werte 5 und Hallo im Programm speichern. Dazu braucht man typischerweise Variablen. Sie sind ein grundlegendes Element aller Programmiersprachen. Den Variablen kann man bestimmte Werte zuweisen. Wenn Sie in einer Programmiersprache, Python beispielsweise, x gleich 5 schreiben, dann weisen Sie der Variable x den Wert 5 zu. Der Variable y weisen wir den Wert Hallo zu. Links steht immer der Variablenname und rechts der Wert. Es gibt viele verschiedene Datentypen von Variablen. Die 5 ist eine Ganzzahl. Dieser Datentyp heißt Integer.
Hallo ist eine Buchstabenreihenfolge und wird String genannt. Die werden in Anführungszeichen gefasst, damit der Computer weiß, dass der Wert die ganze Buchstabenreihenfolge ist. Um die gespeicherten Werte darzustellen, setzen Sie die Print-Funktion ein. Mit print x sagen Sie, dass Sie die Variable x sehen möchten. Dasselbe machen wir mit print y. Wenn Sie diese Befehle ausführen, kommen entsprechend die Werte 5 und Hallo heraus. Ein weiteres wichtiges Element von Programmiersprachen sind die sogenannten Bedingungen oder bedingten Anweisungen. Mit Bedingungen kann man abfragen, ob eine Eingabe bestimmte Eigenschaften hat oder nicht. Je nach Eigenschaft der Eingabe können dann unterschiedliche Anweisungen oder Algorithmen ausgeführt werden. Wir haben also eine Eingabe. Die Bedingung fragt ab, ob die Eigenschaft erfüllt ist oder nicht. Ist die Eigenschaft erfüllt, wahr, wird Anweisung A durchgeführt. Ist die Eigenschaft nicht erfüllt, falsch, wird die Anweisung B durchgeführt. Mit Bedingungen können Sie dem Computer wenn-dann Anweisungen geben. Dabei können Sie auch Verschachtelungen machen, um am Schluss auf eine bestimmte Ausgabe zu kommen. Sie haben jetzt zwei Beispiele gehört, wie mit Python gearbeitet wird. Python ist eine tolle Programmiersprache, wenn sie rasch erlernt wird und eine einfache Syntax hat. Man kann beispielsweise hier in nur 7 Zeilen Code die Fibonacci-Zahlenreihenfolge bis 1000 herausgeben. Auch wenn Python einfach zu erlernen ist, hat man die Möglichkeit, damit wahnsinnig komplexe Sachen zu machen. Gerade im heutigen Umfeld von Data Science und künstlicher Intelligenz wird sehr häufig mit Python gearbeitet. Auch für Datenvisualisierungen und sonstige Datenauswertungen können Sie mit Python unglaublich viel, unglaublich rasch erreichen. Auf python.org finden Sie viele Ressourcen und Anleitungen. Sie können das System für Windows, Mac oder Linux herunterladen oder direkt im Browser üben. Viel Erfolg!